Ganz herzlich willkommen in der wunderschönen Leica-Galerie in Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass Götz Schleser heute, der gerade die Ausstellung hier hat, die verlängert worden ist bis zum 4. April, föderal, dass er heute mein Gesprächspartner hier ist, wir über sein Projekt föderal sprechen werden und überhaupt, wie ist es so, politisch zu fotografieren. Herzlich willkommen, lieber Götz. Bist du gut angereist hier? Ja, ich bin gut angereist, ja. Wie geht's dir hier, wenn du hier runterkommst? Du hast ja die Ausstellung eröffnet. Wenn du jetzt nach wie vielen Wochen hier wieder hinunterkommst und deine Ausstellung siehst, wie geht's dir damit? Heute total gut mit. Vor 2 Wochen war ich mega, mega aufgeregt zur Eröffnung. Echt bis unter die Haare, muss ich echt sagen. Und heute konnte ich es das erste Mal echt richtig genießen. Und nochmal durchgehen. Und ich muss sagen, am meisten habe ich mich heute wieder über die Palladium-Prints gefreut. Die sind echt schön geworden. Da sprechen wir später nochmal drüber. Jetzt fange ich ein bisschen weiter vorher an. Du hast hier die gesamten Ministerpräsidenten Deutschlands, nicht alle, aber fast alle fotografiert. Wie bist du denn zur politischen Fotografie überhaupt gekommen? Durch Auftragsarbeiten für Tageszeitungen und für Magazine. Erstmal nur für Tageszeitungen. Die Magazine kamen später dazu. Und da ich in Berlin wohne und wir nicht so viel zum Fotografieren haben, waren da natürlich viele Politiker dabei. Da gibt es genügend in Berlin sozusagen. Ja, nach dem Motto, Politiker kommen immer wieder, sie gehen auch immer wieder. Was hast du denn vorher fotografiert? Vorher habe ich kunterbunt durch die Gegend fotografiert. Und ich war, als junger Fotograf war, hat mich Gott sei Dank ein Fotoredakteur mal so auf den Topf gesetzt. Ich war mit Mappe bei ihm und meine Mappe war kunterbunt gemischt. Da war Reportage, da war Architektur, da war Industrie und da war Porträt drin. Der hat so durchgeblättert und meinte, Götz, ist total schön, was du machst, aber was willst du von mir? Und ich so, was willst du für Aufträge haben? Meinte ich, ja, Porträtaufträge. Und meinte, okay, in 2 Wochen bist du bei mir und zeigst mir eine reine Porträtmappe. Und so hat die Porträtfotografie bei mir angefangen. Also ich bin eigentlich Porträtfotograf. Mir ist es egal, ob da jetzt ein Ministerpräsident steht oder Lieschen Müller oder irgendwer. Ich fotografiere halt gerne Menschen und das ist halt, das hat sich entwickelt. Und was fasziniert dich überhaupt oder warum bist du überhaupt Fotograf gewesen? Was fasziniert dich an diesem Medium Fotografie? Ich mag es wahnsinnig gerne, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein, mich jeden Tag mit anderen Menschen treffen zu können und ganz viele Geheimnisse von denen zu erfahren. Wenn ich mehr Zeit habe, reden wir über ganz viele Dinge und ganz viel private Dinge. Und manchmal reden wir so viel über private Dinge, dass weder der, von denen ich fotografiere, die Partnerin oder Partner, wissen manchmal weniger als ich und umgekehrt. Also es geht halt wirklich ganz, ganz tief. Und das mag ich total gerne. Und dann liebe ich es halt wirklich mit Licht, Bilder zu gestalten oder mir einen Ort anzuschauen und dann die Bilder im Kopf zu haben und die dann zu fotografieren, 1 oder 2 Tage später. Das ist großartig. Also der Götz mag die Menschen. Ja. Und wenn ich jetzt hier in der Ausstellung so mir die Bilder angeschaut habe, ist es ja jedes Mal ein sehr, sehr individuelles Setting. Wenn du jetzt den Auftrag hast, einen Politiker zu fotografieren, überlegst du dir vorher, also ich finde, das passt zu dem, wenn ich den in eine ganz große Halle ganz hinten in die Ecke stelle. Oder ergibt sich das durch das Gespräch? Ich meine, wir wissen alle, Politiker haben nie Zeit. Wie viel Zeit hast du für so ein Shooting? Gehst du jedes Mal anders heran? Nee, ich gehe eigentlich ziemlich geplant jedes Mal ran. Die Zeit hat sich entwickelt, also der Herr Carstensen, der da hängt, da hatte ich, glaube ich, 30 Sekunden. Das war ganz furchtbar. Da hat mir sein Pressesprecher die Tür aufgemacht und meinte, hier ist das Büro, hier ist Herr Carstensen, mach ein Bild. Ich so, nee, so funktioniert es nicht. Doch, so funktioniert es hier heute. Da habe ich meine Lampe dahingestellt, Herrn Carstensen dahingestellt, habe 4 Auslösungen gemacht, bin wieder gegangen worden. Mittlerweile ist die Serie auch bekannt und mittlerweile habe ich 1 Stunde bis 2.
Und das ist natürlich... Oh, das ist viel. Das ist viel. Das ist für ein politisches Porträt richtig viel. Das ist richtig viel und das merkt man auch jetzt bei den Serien, die ich aktuell gerade fotografiere, bei Frau Giffey oder bei Frau Rehlinger, hatte ich jeweils eine Stunde und Edda Farnhorst hat über die Bilder geguckt und meinte, allein von Frau Rehlinger könnte man eine ganze Ausstellung machen. Die Bilder sind total unterschiedlich. Nehmen wir die von Frau Rehlinger hinten, ja. Gehen Sie schon mit der Idee dahin, die will ich so aufnehmen? Ja. Dann müssen Sie sich ja irgendwie mit der Person beschäftigen oder was bringt Sie dazu, für jeden Politiker ein anderes Setting? So, das muss ja mit der Person zusammenhängen. Und die Person muss ja auch irgendwo damit einverstanden sein, nehme ich an. Oder sagt die einfach, ach, Herr Schleser, machen Sie mal. Wir vertrauen Ihnen 100%. Ja. Das ist aber schon mal eine tolle Voraussetzung, weil Politiker, wissen wir auch, sind eher, naja. Ja, aber das ist eine freie Arbeit und da diskutiere ich meine Settings nicht. Mhm. Wenn mir das nicht passt, dann gehe ich auch wieder. Also damit habe ich echt kein Problem. Und Sie besprechen das dann? Oder du, Entschuldigung, besprichst das dann mit denen? Nee, oder du, dafür, du, dafür du tust wir, das einfach dafür installieren? Haben keine, dann dafür haben wir gar keine Zeit. Wir vereinbaren einen Termin. Ich gucke mir das an. Bei Frau Giffey konnte ich es mir 3-4 Tage vorher angucken. Mhm. Bei den anderen natürlich nicht. Da bin ich aber einen halben Tag vorher da und gucke mir die Umgebung an und gucke mir die ganzen Locations an und entscheide dann, wo ich dann fotografiere. Und meistens ist es ja so, dass ich keine Zeit hatte und dann muss das halt schnell gehen und das Setting muss einfach schön sein. Also wenn ich die Location gesehen habe, dann gehe ich mit einer Idee des Settings hin. Ja. Wenn ich die Location nicht gesehen habe, so wie gestern, ich habe gestern Herrn Wüst fotografiert, und war 4 Stunden vor dem Termin in Münster und bin dort alles abgelaufen und hatte dann einen Plan, wo ich ihn fotografieren möchte. Ja. Mir ist es lieber, ich habe 2-3 Tage Vorbereitungszeit, dann kann es nochmal sacken, dann kann ich mir nochmal mehr Gedanken über das Motiv machen. Aber in der Regel ist es bei den Bildern so, bis auf Frau Giffey, dass ich mich nicht groß vorbereiten kann. Also einen halben Tag vorher maximal. Und die freien Arbeiten, die wir ja hier sehen, unterscheiden sich natürlich dann von Auftragsarbeiten. Ja und nein. Also ich bin einer der Fotografen, der auf jeder Auftragsarbeit auch seine freie Arbeit fotografiert. Also ich fotografiere den Auftrag, was von mir gewünscht ist, vom Auftraggeber und von der Agentur, mache aber immer meine eigenen Sachen noch dazu. Mhm. Immer, bei jedem Auftrag. Und das wird vorher auch geklärt und das wissen die und müssen sie auch mit. Also wenn du zu mir kommen würdest, ich bin beauftragt, ich möchte aber auch noch was Freies machen, dann muss das ja mit mir abgeklärt werden, ob ich das will. Richtig? Boah, nein? Ist das so locker? Ich finde das toll. Meistens kriegt man das gar nicht mit, dass ich jetzt einfach nochmal das Setting ändere und anders fotografiere. Aber ich muss ja die Freigabe letztendlich fürs Bild geben. Aber als Kunde kriegen Sie das, was Sie bestellt haben, ne, die Kunden, und Sie kriegen noch eine freie Arbeit dazu. Und was Sie dann verwenden, das ist dann Ihnen überlassen. Mhm. Ja? Mhm. Also Sie müssen dann die Bilder freigeben, so oder so. Ja? Und du hast vorhin erzählt, dass du teilweise eben Stunde, 2 Stunden, dass man in ein Gespräch kommt. Das ist ja manchmal so, dass es Menschen gibt, die man gar nicht kennt. Also ich kenne das auch teilweise, dass mir dann Dinge erzählt werden, wo ich denke, ups, ja. Dass man sich öffnet, gerade zu Menschen, die man nicht kennt. Und ist das auch sozusagen bei den Politikern so, dass du da auch ein Individuum, einen persönlichen Menschen dann gegenüber hast im Gespräch? Unbedingt. Das ist die Grundvoraussetzung, die überhaupt locker zu kriegen in der Zeit. Also wenn ich wirklich nur 2, 3, 4, 5 Minuten Zeit habe, bin ich extrem gut vorbereitet. Ich habe dann ganz viele Interviews von den Personen gelesen und steige dann mit einer persönlichen Frage ein, wie... Hertha hat gestern wieder Kacke gespielt und wenn ich weiß, der ist Hertha-Fan, dann habe ich den gleich auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Oder unterhalte mich mit dem über seine Musik, die er hört oder das, was er liest, aber nicht über seinen Beruf und auch nicht über meinen Beruf.
Also wirklich, du versuchst da privat an etwas anzuknüpfen, was mit dem Politikersein nichts zu tun hat. Genau, ja. Und dann habe ich die auch gleich auf einer ganz anderen Ebene. Also das Spannende, denke ich, ist ja bei freien Arbeiten im Unterschied zu einer Auftragsarbeit bei Politikern, das hat ja immer mit einer bestimmten Situation, da geht es ja nicht so sehr ums Foto, sondern es geht, dass derjenige halt jetzt da ist und eine Rede gehalten ist, hat oder das und das macht. Na, da tritt ja eigentlich das Foto in den Hintergrund, das soll ja nur informieren, der war dann und dann da. Und deswegen verstehe ich, dass man sozusagen das, was man als Auftragsarbeit macht, macht man dann als freie Arbeit, weil man dann ganz andere Möglichkeiten in der politischen Fotografie hat. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich versuche das zu verstehen. Ja. Also die, jein. Also meine politische Auftragsarbeit, ich mache ja auch viele Kampagnen für Wahlkämpfe. Und das ist natürlich eine ganz andere Fotografie, als sie hier hängt. Und leider, muss ich sagen, hat die Politik keinen Mut. Das ist, das meiste, was hängt, ist 0815. Also es gibt nicht viele tolle Kampagnen, die ich gesehen habe. Die Bundestagskampagne der SPD letztes Jahr fand ich toll. Die fand ich richtig gut. Christian Lindner fand ich richtig gut. Und das meiste ist halt wirklich, wirklich 0815, langweilig und wir alle können es nicht inspirierend. Nicht inspirierend und wir alle können es nicht mehr sehen. Richtig. Ja? Und wenn du da jetzt aber zum Beispiel einen Auftrag bekommst, für eine bestimmte Partei eine politische Werbung zu machen, kannst du dann auch sagen, oh, ich würde mal das so und so machen und ganz anders machen, damit es inspirierend wird? Ja, kann ich. Oh, wann geht's los? Immer. Weil also, das wäre ja spannend, ne? Wie, inwieweit kann man selber als Fotograf, weil dann ist man ja schon auf einer anderen Ebene wieder. Ne? Dann ist man nicht nur Auftragserfüller, sondern auch Ideengeber. Ja, nee, das hat sich entwickelt. Also meine allererste Kampagne, die ich fotografiert habe für die SPD Sachsen, da hatte ich einen ganz, ganz tollen Artdirektor, der Felix, großartig. Also wir haben das Licht eingerichtet, also wir shooten dann 60 Leute am Stück hintereinander weg. So. Wir haben das Licht ich habe das Licht so eingerichtet, wie er das wollte. Er war vor Ort. Wir haben das so abgenommen und ich dachte am Tag, bevor wir geshootet haben, boah, ich finde es eigentlich total langweilig. So. Habe dann Gott sei Dank schon von der ersten Person an, ich habe 20 Minuten pro Person, 10 Minuten das gemacht, was bestellt war, und dann 10 Minuten das gemacht, was ich wollte. Und habe dann zwei Schienen fotografiert, über 5 Tage mit 60 Personen. Und dann kam der Tag des Abgebens. Und ich hatte einen Ordner, wo die Auftragsarbeit drin lag. Felix machte es auf, die ersten Bilder gesehen und meinte, nach 4, 5 Leuten, scheiße, das ist langweilig. Meinte ich, ja. Mach mal den anderen Ordner vielleicht auf. Und dann meinte ich, ich habe da noch einen anderen Ordner. Und da habe ich den Ordner aufgemacht. Und guck da drauf, meinte, geil. Und das fand ich wirklich, wirklich so großartig an dem Menschen. Der hat nicht gesagt, nee, das ist die verabredete Schiene, die machen wir jetzt. Und das haben wir so dem Kunden vorgestellt. Der hat innerhalb von 5 Minuten eine komplett neue Kampagne im Kopf entwickelt, hat von 10 Minuten komplett neues Plakat entworfen, hat das Bild reingezogen und meinte, geil, ne? Ich so, ja, geil. Dann haben wir es dem Kunden nochmal vorgestellt. Der fand es auch geil. Der fand es auch geil. Super. Und so hat die Sachsen-SPD die beste Kampagne gekriegt, die sie je hatten. Sollte vielleicht öfter passieren, sowas, dass man aufs Bild schaut und nicht stur das verfolgt, was ein Auftrag ist. Ne? Ja, ja. Und dann bei der nächsten Kampagne war es dann halt wirklich so, dass ich von Anfang an mit eingebunden war, mit der Art Direktion zusammen die Kampagne entwickelt habe. Und die war auch wirklich großartig. Jetzt gucke ich mal ein bisschen nach hinten. Du hast ja vorhin gesagt, du bist hier runtergekommen und bist auch nochmal durch diese besondere Art des Printens gegangen. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, bitte.
Von den Palladium-Prints. Genau. Ich habe letztes Jahr angefangen, damit testweise zu arbeiten. Und als diese Ausstellung hier geplant war und da ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, mit diesen Palladium-Prints zu testen und zu printen, dachte ich, das ist prima. Das ist genau das Format, was ich da hängen will, und fange da mal an. Und warum? Warum hast du einfach, um das mal auszuprobieren? Oder was war die Grundidee, warum du damit angefangen hast? Ist ja ganz frisch eigentlich. Ein Jahr ist ja noch nicht lang. Ja, ich bin angesprochen worden von Uwe, die das vertreiben, ob ich das mal testen möchte. Und er sagte, es ist genau das richtige Medium für deine Ministerpräsidentenserie. Und ja, dann habe ich mir den... Das sind ja dann Originale, ne? Das sind alles Originale. Also so wie die da hängen, kann ich sie nie wieder printen. Also das ist wirklich 1:1 geprintet. Und das sind auch Kontaktprints. Also es sind keine Vergrößerungen. Du musst das Negativ genauso groß herstellen, wie der Print auch ist. Und wie lange brauchst du da für ein Print? Ein Palladium-Print? 5-6 Stunden für einen Print. Und was fasziniert dich an diesem Prozess? Mich fasziniert dieser analoge alte Prozess sowieso nach wie vor, und ich möchte wieder eine Dunkelkammer haben. Ich habe keine mehr. Mhm. Das finde ich jetzt einen echt spannenden Moment, weil, also ich meine, du weißt, wir bei Leica haben ja letztes Jahr, also wir haben nie als Kamerahersteller aufgehört, analoge Kameras zu produzieren. Und haben dann letztes Jahr eine unserer Highlights der analogen Fotografie. Die Kamera, M6, die ich schon immer haben wollte, genau. Haben wir relaunched analog, und man merkt, dass auch viele junge Menschen wieder diese Faszination, wo die Zeit auf der einen Seite rausgenommen wird, wo eine andere Wertigkeit kommt, weil ich habe einen Film da drin liegen. Entweder ich habe eine eigene Dunkelkammer, da muss ich schon fortgeschritten sein, oder ich gebe den Film weg, da muss ich erstmal warten, bis das fertig ist, bis das wieder zurückkommt. Und ich kann nie, wenn ich fotografiere, gleich sehen, was ich fotografiert habe. Also das Kontrastprogramm zu dem, was wir seit Jahren in der digitalen Welt eigentlich immer schneller, immer schneller, immer mehr. Mhm. Und jetzt finde ich das spannend, dass du das sagst. Das fasziniert mich eigentlich wieder. Genau, es kehrt sich um. Ja, ich mag auch diese Langsamkeit in dem Prozess. Und dann... Das Bild entstehen zu sehen, also das war auch der Punkt, wo ich Fotograf werden wollte. Also ich bin von meinem Physiklehrer, der meinte, du, wir haben eine Foto-AG, komm mal dazu. Und der magische Moment für mich war, mein erstes Porträt, was ich fotografiert habe, und mein erster schöner Porträtabzug, der sich langsam im Entwickler entwickelte. Das war so der Punkt, wo ich dachte, boah, geil, das willst du machen. Ja? Mhm. Also das war der Punkt, wo ich Fotograf werden wollte. Und das fehlt mir halt so ein bisschen in der digitalen Fotografie. Ist ja so, dass man oft, gerade auch als Politiker in der Porträtfotografie, spielt man eine Rolle. Als Schauspieler spielt man eine Rolle. Jeder hat ja irgendwelche Rollen, die er im Leben spielt. Und dann ist ja irgendwo die Frage, wie kann ich als Porträtfotograf sozusagen wirklich die Rollen jetzt mal, insbesondere wenn ich Politiker fotografiere, vielleicht weil ich ja eine freie Arbeit mache, wie kann ich den Moment ergreifen oder kriegen, wo sich vielleicht so ein Fensterchen der wirklichen Seele eines solchen Menschen öffnet? Indem ich mich selber öffne. So ganz, ganz einfach. Also es ist egal, wen du fotografierst, ob es ein Politiker ist oder ob es jetzt du bist oder die zwei Jungs da. Ich muss mich öffnen. Ich bin der Spiegel. Wenn ich mich nicht öffne, werden die das auch nicht tun. Das finde ich eine super Antwort, weil das ist tatsächlich, also ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn man mich porträtiert. Ich aber also ich hatte einen Fotografen mal, und das sind die besten Bilder geworden, der das halt geschafft hat, dass ich mich irgendwo auch vergessen habe. Ne? Ja, also. Und dann ist es eben, dann ist es derjenige, ja. Ne? Weil man ist da nicht mal in irgendeiner Rolle drin. Genau. Ja. 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 Jetzt würde ich gern noch mit dir, lieber Götz, einfach einen kleinen Rundgang hier machen, dass du bei den Bildern, wo vielleicht
so drei Bilder, wo eine besondere Geschichte du damit verbindest, kann auch eine lustige sein, uns das nochmal zeigst und erzählst. Roland Koch zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht politisch auf seiner Wellenlänge, gar nicht. Mhm. Also da gehen wir ganz weit auseinander. Aber ich muss sagen, dass er einer derjenigen ist, der mich persönlich echt tief beeindruckt hat. Weil? Also, weil er mir mit einer Höflichkeit und mit einem Respekt gegenübergetreten ist, wie es kaum einer getan hat, der hier hängt. Oder von anderen Politikern, muss ich sagen. Das war wirklich beeindruckend und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und die Geschichte zu dem Bild, wir waren verabredet in einem Weinberg zum Fotografieren. Das ist jetzt nicht gerade der Weinberg hier. nee, das ist nicht der Weinberg. Ich bin an dem Tag von Berlin nach Hessen gefahren, um ihn zu fotografieren. Ich muss dann halt wirklich echt früh aufstehen. Hm. Und anderthalb Stunden vor dem Fototermin klingelte das Telefon und meinten, Weinberg ist gestrichen. Ich war schon fast da, wollte schon da irgendwie Licht aufbauen und so. Mhm. Ist gestrichen, fahr mal zum Frankfurter Flughafen. Da wartet Herr, ich sag jetzt mal Müller, Herr Schmidt, an der Pforte so und so. Der steigt zu dir ins Auto, du fährst aufs Rollfeld, wir machen am Frankfurter Flughafen das Bild. Ich bin dann davor gefahren, bin mit dem Auto auf dem Flughafen aufs Gelände gefahren, habe dort aufgebaut und dann haben wir 2-3 Minuten Bilder gemacht und dann ist er in den Flieger gestiegen und das ist der Respekt, der Roland Koch einem gegenüberbringt. Ein anderer Ministerpräsident hat gesagt, wir sagen das ab. Ja? Und das ist sehr speziell, muss ich auch sagen. Und der sagt, okay, der Mann kommt jetzt aus Berlin gefahren, um mich zu fotografieren und der fotografiert mich. Das finde ich echt toll. Ja? Das ist eine schöne Geschichte, ja. Die Geschichte vom Bremer Bürgermeister finde ich sehr speziell, vor allem, weil das ein total lieber Typ ist auch. Mhm. Also ich mochte den unheimlich gerne. Ich habe auch seine Kampagne fotografiert. Meine ganze Crew um mich rum meinte, oh, ist das ein süßer Typ. Was hat den so süß gemacht? Was heißt Herr Süß? Nicht, oder aber der war halt auch angenehm. Der war halt auch wirklich so mega angenehm, zwischenmenschlich, sehr, sehr empathisch, ganz, ganz toller Mensch auch. Und wir sind jetzt hier im Bremer Rathaus unterm Dach. Und das Kästchen, wo er drin steht hier, was meinst du, was tippst du, was ist das? Das ist nicht der Kamin, da geht nämlich nicht bis oben durch. Nee, das ist nicht der Kamin. Das ist der Bunker, wo der Feuerwehrmann im Zweiten Weltkrieg saß, um einen Brand im Dach zu löschen. Aber der arme Kerl hätte nie überlebt, wenn da eine Bombe eingeschlagen wäre ins Dach. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Also ein Relikt noch, wo er drin steht. Mhm. Und das war seine Idee? Dass er sich da reinstellt? Ja. Nee, das war nicht seine Idee. Er hat mir die Geschichte, also wir waren unterm Dach, wir haben da Bilder gemacht. Ich wusste von der Geschichte nichts. Die hat er mir dann vor Ort erzählt und dann habe ich gesagt, ja, dann musst du da reinstellen. Dich. Ja, sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Götz. Das war ein sehr inspirierendes und schönes Gespräch. Dankeschön. Und ich kann Sie alle nur einladen, diese wunderbare Ausstellung anzuschauen. Sie nehmen viel mit, Sie lernen viel über, wie kann man Menschen in so unterschiedlichen Settings aufnehmen und was gibt auch jeder Mensch, jeder Politiker in dem Fall von sich. Also eine Reise durch Deutschland, die äußerst spannend ist. Ich würde mich sehr freuen, Sie hier in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank.